München, die Weltstadt mit Herz, die heimliche Hauptstadt Deutschlands, das Kulturzentrum an der Isar und schon seit den Tagen des Stummfilms eine Metropole des Films. Film wurde traditionell als ein Unterhaltungsmedium begriffen, als eine Ware, ein Handelsgut, fast als ein Industrieprodukt, hergestellt, um auf dem Filmmarkt, im Kino also, einen Gewinn abzuwerfen. Und wenn dabei so etwas wie Kunst sich einstellte, umso besser. Dieses System funktionierte seit der Erfindung des Films und überlebte alle politischen Wenden, bis in den 60er Jahren das Fernsehen zunehmend zum Angstgegner des Kinos wurde. In Scharen wanderten die Zuschauer ab zu dem neuen Medium und entzogen dem Kinofilm die wirtschaftliche Basis. Rapide verringerte sich die Zahl der Filmproduktionen. Nicht länger mehr ernährte der Film seinen Mann und seine Frau. Das änderte sich erst, nachdem Film und Fernsehen eine Vernunftehe eingegangen waren und eine Filmförderung etabliert wurde. Doch in München gibt es einige Besessene, die immer noch oder schon wieder von einem großen Kinofilm träumen. Der Film hat ja einen großen Wettbewerb mit dem Fernsehen auszuhalten. Nur inhaltliche Faszination bringt die Zuschauer nicht ins Kino. Dafür leistet das Fernsehen genug Angeboten. Im Kino erwarten sie irgendwie größere Ereignisse, erwarten sie, dass etwas los ist, erwarten sie, dass die Leinwand brennt. Und dafür braucht man eben auch einen gewissen Aufwand. An Aufwand mangelte es in letzter Zeit bei der Bavaria bestimmt nicht. Für knapp 60 Millionen Mark produzierte Bernd Eichinger in diesen Hallen den teuersten deutschen Film, Die unendliche Geschichte. Und stolz kann sich heute die Bavaria Ateliergesellschaft, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, das größte Filmstudio auf dem europäischen Kontinent nennen. Und wie bei dem großen Vorbild Hollywood, kann auch hier jedermann einen Blick in und hinter die Kulissen werfen. Komm in die Filmstadt, lockt die Bavaria zu einer Studiotour. Grüß Gott, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Bavaria Filmtour. Und ich möchte Ihnen und uns hier allen zusammen anderthalb Stunden mal einmal das Gelände zeigen. Zuerst habe ich noch sehr große Bitte an Sie, auf diesem Gelände nicht zu rauchen, denn unsere Dekorationen sind sehr feuerempfindlich. In diesem Jahr werden die Besucherzüge eine neue Attraktion umkreisen. Die Fabelwesen und Kulissen aus der unendlichen Geschichte. 1919 wurde der erste Film auf dem Bavaria-Gelände gedreht. Unter der Regie von Franz Osten produzierte ein Team von 30 Mitarbeitern den Film Der Ochsenkrieg. Einen, wie es sich für Bayern gehört, Heimatfilm nach Ludwig Ganghofer. Heute arbeiten hier 800 Festangestellte und mehrere hundert freie Mitarbeiter. Jährlich werden rund 100 Programmstunden für Film und Fernsehen hergestellt. So verkörpert die Bavaria ein gutes Stück deutscher Filmgeschichte. Ist ihr Ruf verknüpft mit so manchem berühmten Namen. Grete Weiser hat hier gedreht. Willy Birgel in Kameraden. Die unverwüstliche Marika Röck tanzte in Masken Blau. Sasa Gabor, die Skandalnudel, hat hier vor der Kamera gestanden. Johannes Heesters. Lil Dagover. Und Lilli Palmer. Nach dem Krieg entstanden Filme mit Gina Lollobrigida, Liza Minnelli sang und tanzte hier in Cabaret, Sammy Davis Jr.
und Alec Guinness in Lage hoffnungslos, aber nicht ernst. Ja, also mit dem Star, das ist so eine Geschichte, weil Star ist es ja schon, das Wort ist amerikanisch und der Star war eigentlich hier nie zu Hause. Ich glaube, keiner meiner Kollegen wäre eigentlich froh, wenn man ihn als Star bezeichnen würde, weil ein Star hat ja für uns also immer ein bisschen was Lächerliches, nicht? Und Unangenehmes und fast Negatives. Man sagt ja auch Star-Allüren. Das ist ja auch was ganz, ganz Schreckliches. Und auch ein bisschen blöd muss er immer sein, ein Star. So in der Idee des Publikums. Sie sagen da, gut, die ist berühmt, die ist fabelhaft, die kriegt viel Geld, aber dafür ist sie blöd. Ist eben ein Star. So. Das ist ein bisschen abwertend, finde ich. Eine Traumstadt vieler Hoffnungen, das unübersehbare Filmgelände in München-Geiselgasteig. Aber die Wirklichkeit hinter den Kulissen sieht anders aus. Zähe Kleinarbeit und harter Existenzkampf warten auf alle, die für den Film und mit einem Film beschäftigt werden. Ja, die Traumfabrik hat eine sehr wechselvolle und sehr lange Geschichte schon hinter sich. Sie wurde in der Stummfilmzeit gegründet, genau 1919, von dem alten Filmpionier Peter Ostermeier und sah natürlich damals ganz anders aus, als sie sich heute darstellt. Die Ateliers waren noch nicht aus Stein, sondern sahen aus wie gigantische Treibhäuser, da man ja noch kein Kunstlicht kannte, sondern mit dem vorhandenen Tageslicht operieren musste. Und man konnte dann diese Glasflächen wegnehmen und die dahinterliegende Landschaft konkret mitspielen lassen. Da hat sich natürlich in der Zwischenzeit viel geändert. Sie war dann sehr aktiv in der Produktion, auch in der problematischen Zeit des Dritten Reiches, bis hin in die 50er Jahre, wo ihre ausschließliche Profession auch die Herstellung von Kinofilmen war. In den unbeschädigt gebliebenen Filmateliers in Geiselgasteig bei München wird der erste Spielfilm der amerikanischen Zone gedreht. Er hat den Titel Zwischen gestern und morgen. Schwierig ist auch hier die Beschaffung des Materials für die Bauten, die Kostüme und den umfangreichen technischen Apparat. Aufheben, jeder Nagel ist kostbar. Das zerstörte Regina Palasthotel in München ist der Hauptschauplatz der Handlung. Hier in den Ruinen spielen entscheidende Szenen. Die Wirklichkeit von heute ist der Hintergrund für viele Begebenheiten dieses Filmes. Ja, also der Schauspieler war eigentlich immer, der Mensch war immer untergeordnet der Technik schon, weil die Technik hat viel Geld gekostet und insofern musste man natürlich funktionieren. Eigentlich musste der Schauspieler, der Mensch, mehr funktionieren als die Technik. Wenn ein Schauspieler ein paar Mal hängen geblieben ist, dann hat man... Das war schon dann sehr unangenehm. Aber wenn der Kameramann gesagt hat, ich will auf den Aschenbecher oder auf diese Spitze von der Kanne, will ich ein Licht haben, dann war das selbstverständlich eigentlich, dass man das honoriert hat und dass das gemacht wurde. Und Ende der 50er Jahre kam die Bavaria, die damals noch Bavaria Filmkunst hieß, in ernsthafte Schwierigkeiten. Eigentlich schrittgleich mit der Krise, in die gesamte deutsche Filmwirtschaft schlitterte. Aus zwei Gründen. Die deutsche Filmwirtschaft hatte eine Tradition nicht mehr, an die sie anknüpfen konnte. Zum anderen kam hoch ein sehr junges, aggressives, präsentes Medium, das Fernsehen. Auf dem größten Aufnahmegelände Westdeutschlands, der Bavaria Filmkunst in München-Geiselgasteig, fanden sich viele Tausende von Filmschaffenden zu einer Notkundgebung zusammen. Vom großen Star bis zum Hilfsbeleuchter waren alle erschienen. Die bayerische Staatsregierung wurde aufgefordert, Sofortmaßnahmen für die notleidenden Arbeitnehmer der brachliegenden Filmindustrie einzuleiten. In einer einstimmig angenommenen Resolution wurde die finanzielle Sicherstellung einer Übergangsproduktion gefordert. Und in dieser Zeit merkte man, dass das neue Medium Fernsehen eigentlich Studiokapazitäten braucht. Es musste ja ein neues Programm füllen. Und diese Bavaria eigentlich das Personal und die Möglichkeiten zur Verfügung hatte, um dieses Programm herzustellen. Es
Zum Beispiel Formel 1, eine der beliebtesten Musiksendungen des deutschen Fernsehens. Gerade tobt Amerikas Rockband Frankie Goes to Hollywood mit ihrem Hit Relax. Es wird nicht gedreht, sondern aufgezeichnet. Video hat auch in der Filmstadt längst seinen Einzug gehalten. Und zum Beispiel Büro, Büro, eine Vorabendserie. Eine einfache, leicht durchschaubare Geschichte aus dem Alltag mit humorigen Dialogen. Unterhaltungsfutter fürs Fernsehen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Goslar. Guten Morgen. Was gibt's? Weiß ich nicht. Nichts. Frau Wespe meinte auch nur, falls die was machen. Richtig. Und das ist alles? Im Prinzip ja. Sollten Sie jetzt auf Verbesserung Ihrer Position hoffen, muss ich Sie enttäuschen. Befördert wird auch bei mir nur nach guter Leistung. Ach. So, und jetzt verbinden Sie mich mit Herrmann oder mit Zell. Derek und der Alte sind ebenfalls bei der Bavaria zu Hause. Manchmal auch der Tatort. Ambitionierter und aufwendiger schon die zehnteilige Fernsehserie Rote Erde mit Produktionskosten von 15 Millionen Mark. Wir werden jetzt gleich in eine ganz andere Dekoration fahren, 650 Kilometer weiter nördlich von der Bavaria entfernt, stehen normalerweise diese Gebäude. Diese Gebäude wurden errichtet im Jahre 1980 für eine Fernsehserie, die sehr erfolgreich von dem WDR ausgestrahlt wurde, Die Rote Erde. Wahrzeichen der Roten Erde ist der Förderturm, der dort oben sichtbar ist. Er ist voll funktionsfähig gewesen während der Serie. Man hat also aus einem nachgebauten Schacht Kohlewagen, diese sogenannten Loren, nach oben gezogen, die mit Kohle beladen waren. Das Ganze ist natürlich eine sehr, sehr schöne Angelegenheit gewesen, als sie gedreht wurde. Die ganzen Gärten, die hier zwischendurch sichtbar sind, waren während des Drehs angelegt. Man hat also Obst pflücken können, Gemüse ernten können. Es gab neben den Schauspielern auch Kleintiere, Hühner, Schweine, Ziegen, Gänse, Pferde. Nach dem Zusammenbruch in den 60er Jahren verlegte sich der deutsche Film nahezu ausschließlich auf kleine, rasch und ohne großen Kostenaufwand gedrehte Filme, die zumeist außerhalb des Studios produziert wurden. So blieb viel in den Studios gesammeltes produktionstechnisches Wissen ungenutzt. Schlimmer noch, da der große publikumswirksame Unterhaltungsfilm ganz dem Ausland überlassen blieb, fand im eigenen Land keine Entwicklung statt. Während vor allem Hollywood immer neuere Produktionsmethoden entwickelte, verlor der deutsche Film den Anschluss an den internationalen Standard und fiel in einigen Bereichen auf das Niveau eines produktionstechnischen Entwicklungslandes zurück. Regisseure wie Fassbinder und Schlöndorff versuchten, gegen den bisweilen trostlosen Zustand mangelnder Konkurrenzfähigkeit des deutschen Films auf dem internationalen Markt anzukämpfen. Auch holte die Bavaria immer wieder internationale Großproduktionen in ihre Ateliers. 1976 kam Ingmar Bergman an die Isar. Für seinen Film Das Schlangenei wurde eine der teuersten Filmkulissenstraßen gebaut, die inzwischen, Zeichen einer industriellen und rationellen Filmfertigung, in vielen Filmen Verwendung fand. Unter anderem in Fassbinders Berlin-Alexanderplatz. Diese Straße ist 1976 für Ingmar Bergmans Film Das Schlangenei ursprünglich gebaut worden und Berlin-Alexanderplatz von Rainer Werner Fassbinder wurde dann hier anschließend gedreht und da hat man dann dementsprechend die ganze Straße umgebaut. Und Sie sehen ja ganz deutlich, wenn Sie hier hinaufschauen, dass es nur eine Fassadenstraße ist, ja? Mhm. Ja. Den großen Sprung zum internationalen Erfolg aber schaffte erst die Bavaria mit ihrer Produktion Das Boot, der Geschichte eines deutschen U-Boots und seiner Besatzung im Zweiten Weltkrieg, nach dem Roman von Lothar Günther Buchheim.
Regisseur Wolfgang Petersen gelang hier, unterstützt durch seinen Kameramann Joost Vacano, das beklemmend hautnahe Bild einer Menschengruppe, eingepfercht in eine tödliche Kampfröhre. Kann ich das mal haben? Das auch sehr gut. Ja, halt mal. Ja, ja. Danke sehr. Ruhe 1, Eifahrer. Sehr schön. Ja. So, Sie sehen, der läuft wie geschmiert. Schön flutschen, hörst du? Ja, wunderbar. Ja, vielleicht gehen Sie mal hier vorne im Anschnitt. Kann ich das mal haben? Das ist sehr schön, ja? Und das gleiche nochmal mit einer anderen Zeit. Kino ist eine Sache auf Leben und Tod. Und das Boot war über viele Monate hinaus für mich selber hier, aber für eine ganze Menge anderer Mitarbeiter hier auch eine sehr harte Belastung. Weil wir von Anfang an gesagt haben, wenn wir schon diesen großen Stoff haben und diese ganz spezifische deutsche Geschichte, dann wollen wir daraus auch einen wirklich großen Film machen, der auch international erfolgreich sein kann. Denn jeder Mittelweg hätte uns hier den Tod gebracht. Fertig! Rohr 4 ist fertig! Rohr 4! Los! Zerstörer voraus! Einstellung, ne, wie er so durch die Löcher gesprungen ist. Es war eine ganz tolle Leistung von ihm. Das war richtig, also das war sozusagen ein akrobatischer Akt. Nicht? Der hat die Kamera in die Hand genommen, hat das x-mal trainiert, ist durchs Boot gerast und dann durch diese Löcher hindurch. Ne? Und das hat diese tolle Einstellung ergeben. Und wir haben in diesem Boot, in dieser Röhre, haben wir ein Jahr gedreht. Ein Jahr, stellen Sie sich das mal vor. Die Besatzung eines U-Bootes ist ungefähr 45 Leute. Davon war ein Großteil natürlich dann immer vor der Kamera auch da. Dann das Team. Wir haben so eng zusammengesetzt, können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Die Kamera hier und das Mikrofon hier. Und haben uns dann so durchgequetscht durch die ganzen engen Geschichten da. Für Bavaria-Chef Günter Rohrbach hat sich die Investition von 30 Millionen Mark gelohnt. 22 Millionen Zuschauer, 6 Oscar-Nominierungen, dritterfolgreichster Auslandsfilm in den USA. Und mehr noch. Zum ersten Mal konnte der deutsche Film beweisen, dass er nicht allein künstlerisch, sondern auch produktionstechnisch etwas zu bieten hat. Das Boot ist auf eine, wenn Sie so wollen, industrielle Weise hergestellt worden. Also nach Methoden, wie sie in Deutschland seit vielen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten nicht mehr üblich waren, wie sie aber in vielen anderen Filmländern, die heute sehr erfolgreich sind, durchaus gang und gäbe sind, vor allem natürlich in Hollywood. Dieses Modell wurde für den Film Das Boot der Bavaria hergestellt. So ruhig, wie es da steht, stand es natürlich bei den Filmaufnahmen nicht da. Man hat es auf eine gigantische Wippe gebaut, die horizontal und vertikal sich bewegen konnte. Und somit konnte man alle Schiffsbewegungen im Studio, und zwar in der Halle 4.5, die ich Ihnen vorhin im Vorbeifahren ja gezeigt habe, nachdrehen. Weg mit dem Zeug!
wollen es aber genau wissen. Ich will Ihnen ehrlich mal eines sagen. Als ich das Boot gedreht hatte und nach dem, was ich Ihnen erzählt habe, mit den ein Jahr Dreharbeiten unter diesen Umständen, dieser dann vom Stoff her, dieser harte Realismus, Zweiter Weltkrieg, U-Boot und so weiter, ich hatte einfach das Gefühl, ich möchte etwas ganz anderes machen. Etwas, was etwas Positives, etwas Schönes, etwas, was zum Beispiel auch meinem kleinen Sohn, der ist damals nach dem Boot 13 Jahre alt gewesen, was ihm gefallen würde, was etwas mehr für ihn ist und seiner Welt auch entspricht. Und es war also von mir auch ein Bedürfnis, da etwas ganz anderes zu machen. Und dann kam plötzlich wie ein Wunder vom Himmel diese wunderschöne Geschichte. Und ich hatte das Gefühl, genau das ist es auch. Erfolg macht süchtig. Bernd Eichinger, als Produzent mit dem jungen deutschen Film groß geworden, hat sich in das ehrgeizigste Produktionsabenteuer der deutschen Filmgeschichte gestürzt. Für fast 60 Millionen Mark verfilmte er in den Bavaria-Studios die unendliche Geschichte. Den zum Kultbuch und internationalen Bestseller avancierten Roman von Michael Ende. Den Gesetzen des internationalen, vor allem des amerikanischen Filmmarkts gehorchend, wurde in englischer Sprache gedreht, wurde aus der unendlichen Geschichte The Neverending Story. Erst anschließend wird der Film deutsch synchronisiert. Als ich den Roman zum ersten Mal gelesen hatte, was lange bevor ich mit dem Drehbuch angefangen habe, war mir klar, dass wenn man mal ein Drehbuch drüber machen würde, würde man in der Mitte einen Schnitt machen. Weil der Hauptdarsteller wechselt in der ersten Hälfte des Romans, ist der Atreo, in der zweiten Hälfte ist es im Grunde genommen der Bastian. Das stand von Anfang an fest und das haben wir so gemacht. Die anderen Änderungen gegenüber dem Roman, die es im Film gibt, kamen zum großen Teil vom Michael Ende selber. Es gab eine einzige Sache, die wir aus technischen Gründen rausgenommen haben. Es gibt eine Figur, die heißt Ygramul beim Ende. Das ist ein Fantasiewesen, was sich ständig ändert, was aus vielen Bienen sich zusammensetzt. Wir haben versucht, das zu machen und haben festgestellt, dass es wahrscheinlich nicht so märchenhaft sein wird, nicht so perfekt sein wird, wie es sein müsste, um märchenhaft wirken zu können. 507, take 8. Stare. In action. Be confident. Be confident. I train you. Alle Hauptdarsteller sind Amerikaner. Barrett Oliver spielt den 10-jährigen Bastian Balthasar Bux. Seine große Leidenschaft sind die Bücher. Besonders die unendliche Geschichte fesselt ihn so, dass er sich zum Lesen auf den Schulspeicher zurückzieht und den Unterricht schwänzt. Gebannt versinkt er in die Geschichte von dem Fabelland Phantasien, das von seltsamen Wesen bewohnt und von der kindlichen Kaiserin regiert wird. Im Buch trifft er auf den Indianerjungen Atreyu, der auf der Suche nach einem Helden ist, der Phantasien erretten kann. Denn das Land wird bedroht von dem alles zerfressenden Nichts, das Länder, Flüsse, Tiere und Menschen einfach verschwinden lässt. Und während des Lesens begreift Bastian, dass nur einer das geheimnisvolle Phantasien retten kann. Nämlich er selbst, mit seiner Fantasie. Es ist richtig, dass einige Kompromisse gemacht werden mussten bei diesem Film. Und einige, muss ich sagen, haben uns auch sehr geschmerzt. Andererseits muss man einfach nüchtern sehen, 65% des Einspiels, das heute ein Kinofilm, ein Spielfilm auf dem internationalen Markt haben kann, kommt allein aus den USA. Und wer also diesen Markt nicht hat, braucht erst gar nicht anzufangen. Und die Amerikaner fordern nun einfach dafür die englische Sprache. Und sie fordern auch, dass gewisse Details, die also auf Außenaufnahmen hindeuten, auch einen amerikanischen Hintergrund haben. Aber bei der unendlichen Geschichte bin ich insofern zuversichtlich. Im Übrigen ist diese unendliche Geschichte ein so ganz und gar deutsches Produkt in seiner Moral, in seiner spezifischen Fantasie, auch in dem, was es so an ganz spezieller Weltsicht beinhaltet, dass die wenigen äußerlichen Merkmale dagegen nicht ankommen werden.
Dreharbeiten in Halle 10. Noah Hathaway spielt den Indianerjungen Atreyu. Hier im Haulewald beginnt er, begleitet von seinem Pferd Artax, die Suche nach dem Retter Phantasiens. Im Haulewald trifft man manch seltsame Gestalt. Den Wuschwusul etwa, den Nachtalb, der auf einer Fledermaus durch die Lüfte fliegt. Für den Produzenten Bernd Eichinger, dessen Vorbilder Leute wie Steven Spielberg sind, ist Radikalität nur im Kino, nicht im Fernsehen möglich. Und als radikal empfindet er sein Unternehmen Unendliche Geschichte, weil er mit ihm gegen alle Produzentenvernunft und gegen die üblichen Produktionsverhältnisse anrennt. Immerhin war diese Unvernunft einer amerikanischen Major Company den Produktionsbeitrag von 10 Millionen Dollar wert. Wir haben in dem Stoff was gefunden, was uns in dreierlei Hinsicht total überzeugt hat. Erstens, dass wir denken, dass die Gedanken, die in diesem Buch drinnen sind und die Art und Weise, wie es geschrieben ist, einen Film erwarten lässt, der mit dem was zu tun hat, was wir heute erleben. Zweitens, dass das auf eine Art und Weise hier geschehen oder in diesem Buch oder in der Idee vereinigt ist, dass es so geschrieben ist, dass man davon ausgehen kann, dass sich sowohl ein Kind wie auch ein älterer Erwachsener gleichermaßen für diese Sache interessiert. Drehort Halle 4-5. Atreyu und sein Pferd Artax kommen auf der Suche nach dem Retter Phantasiens an die Sümpfe der Traurigkeit. In ihnen versinken alle, die, wie Artax, ihre Hoffnungen aufgegeben haben. Wochenlang wurde in dem riesigen Studiosumpf mit großer Ausdauer und Hingabe aller Beteiligten gedreht. Kameramann ist wieder wie beim Boot Joost Vacano. Okay, mehr Wasser, Nico. In langen täglichen Übungen konnten die beiden Trainer allmählich dem Pferd, das auf einer Hebebühne versinkt, die Angst vor dem Wasser und dem Schlamm nehmen. Normalerweise können Sie einen Film wie diesen nicht drehen. Die Realitäten sind überhaupt nicht dazu geeignet, so eine Unternehmung machen zu können. Und den Beweis anzutreten, dass man die Realität, dass man sich die Realität unterwerfen kann und dass man trotzdem Dinge, die unmöglich scheinen, machen kann, das ist das, was mich immer wieder beim Filmemachen reizt und speziell natürlich mit so einem Projekt. So, Probe, komm. Achtung. Auch er ist auf dem Weg zur kindlichen Kaiserin. Ökuk, der Winzling. Die Rennschnecke, die ihm als Reittier dient, gehört zu den vielen wundersamen Figuren, die aus der Vorstellungswelt des Buchautors Michael Ende in die Leibhaftigkeit des Films umgesetzt werden mussten. Eine Schnecke, die mit 30 Stundenkilometern durchs Studio rast. Don't worry, it's a racing snail. Ich meine, das macht Spaß, das ist Kino, das ist Filme machen. Also mich hat das enorm befriedigt. Und vor allen Dingen eines muss ich immer wieder betonen. Die Freiheit, die persönliche Freiheit, die ich als Regisseur habe, wirklich einen Film so zu gestalten, wie ich möchte, die war ganz besonders gegeben bei den Filmen Boot und Unendliche Geschichte. Viel mehr eigentlich, wirklich, das wird Sie wahrscheinlich wundern, viel mehr als früher bei den sogenannten kleinen und damit nicht so, was weiß ich, nicht so risikobehafteten Fernsehproduktionen. Das ist nicht der Fall. Das ist etwas, was mir hier ganz besonders gut gefallen hat. Ich hatte jeweils einen Partner, den entscheidenden Partner, den Produzenten, in dem ersten Fall Dr. Rohrbach, im zweiten Fall Bernd Eichinger. Und
im Grunde haben jeweils Rohrbach und ich oder Eichinger und ich gemeinsam eigentlich diesen Film getragen. Und auch im Fall Unendliche Geschichte jetzt, wo ja ein amerikanischer Partner drin ist, der erhebliche Summen investiert hat, wir sind überhaupt nicht während der Dreharbeiten irgendwie von diesen Leuten beeinflusst worden, kontrolliert worden oder irgendetwas. Wir konnten sehr frei produzieren. Das war sehr schön. Das Nichts gleicht einem bodenlosen Abgrund, von dem ein ungeheurer Sog ausgeht. Auch Atreyu wird von diesem Sog erfasst. An einen Ast geklammert wartet er, dass sein Freund, der Glücksdrache Fuchur, ihn rettet. Mittels einer gewaltigen Kippbühne wird für den Film die Sogwirkung technisch möglich. Gebieten wurde bei der Produktion der Unendlichen Geschichte für den deutschen Film Neuland beschritten. Ohne die zahlreichen Experten aus den USA und England wäre der Film nicht möglich gewesen. Extrem auch der Einsatz der Videotechnik, die in verschiedensten Bereichen, wie etwa hier bei der Überprüfung des Sogtricks, nützliche Dienste leistete. Video wurde eingesetzt, einerseits um die ganzen Creatures, das heißt Drachen, Steinbeißer und so weiter, zu steuern. Wir hatten ja mehrere Operator, die diese Hände und Augen und Mund bewegt haben. Die bekamen ein Videobild zugespielt, um eben diese Tätigkeit auszuüben. Zum Zweiten, wie Sie hier sehen, haben wir diese ganzen Kombinationen, die letztendlich im Film gemacht werden, elektronisch vorab zusammengebracht, damit man Bewegungsabläufe so wie diese Flugaufnahmen kontrollieren kann. Beispiel Drachenflug. Landschaft und Drache wurden getrennt gefilmt und dann in mehreren Versuchen auf Video zusammengespielt. Das beste Ergebnis wird als Vorlage für die endgültigen Filmkopierarbeiten benutzt, die, da kein deutsches Kopierwerk so exakt arbeiten kann, in Kalifornien beim Krieg der Sterne-Erfinder George Lucas vorgenommen werden. Amy Stromek spielt die kindliche Kaiserin. In ihrem Palast erwartet sie Atreyu. Doch niemand kann den näher rückenden Untergang aufhalten. Nur Bastian auf seinem Schulspeicher. Where is he? If he's so close, why doesn't he arrive? Hast du nicht den Mut, uns zu retten, Bastian? Warum tust du nicht das, was du träumst? Fleht die kindliche Kaiserin den lesenden Bastian an. Der Fanatismus oder die Begeisterung ist die Grundlage, sagen wir, für jeden Film, wenn man anfängt. Ich würde sagen, meine Karriere als Kinofilmproduzent hat ja auch erst begonnen, seit ich
durch den Verleih die Möglichkeiten hatte, Filme so zu machen, wie sie gemacht gehören. Aber auch Christian F. beispielsweise war vom Engagement erstmal sicherlich nicht weniger hart oder nicht weniger schwer durchzuhalten wie dieser Film. Dass hier jetzt wesentlich mehr Geld involviert ist, macht die Sache insofern spannender, als wir halt bei unseren Überlegungen davon ausgehen, was passiert in der Welt mit diesem Film. Respektive wir wissen, dass der Film in der ganzen Welt realisieren muss. Und das macht die Sache insgesamt noch etwas spannender. Spielwarenmesse Nürnberg 1984. Zwischen vielen anderen Filmtieren aus Stoff, den Mickey-Mäusen und Donald Ducks, den Einhörnern und Goofies, tauchen aus der unendlichen Geschichte die ersten Glücksdrachen auf. Auch hier ist man Hollywood gefolgt im Merchandising, in der Vermarktung der Filmfiguren. Gleich den wuscheligen Ewoks und den vielen Varianten von E.T. wird sich Fuchur, der rosa Glücksdrache, in drei verschiedenen Größen im Spielwarenladen tummeln. Die kleinste Ausführung für 36,50 Mark. Atreyus treuer Weggefährte, der Glücksdrache Fuchur, ist krank geworden. Urgel, die Zwergfrau, kuriert ihn mit einer riesigen Spritze einer geheimnisvollen Mixtur. Tone up. 237, take 4. And. Action. This contains powdered porcupine quills in polyunsaturated whale rubber, diluted with crocodile tears. Keep still, you won't feel a thing. There. Got it. Das ist schon so, dass die unendliche Geschichte wäre ohne das Boot nicht möglich gewesen. Und die nächsten Filme werden eben das Boot und die unendliche Geschichte als Visitenkarte zunächst einmal, oder dafür wird diese Visitenkarte da sein. Und die Amerikaner, die ja immer wieder nach Möglichkeiten suchen, ihre Produktionskosten zu reduzieren, sind sehr interessiert daran, in anderen Ländern zu produzieren. Sie haben ja sehr viele Filme in England hergestellt in der Vergangenheit, auch diesen oder jenen Film in Italien. Und mehr wird eben die Bundesrepublik und da eben die Bavaria in München für sie eine Möglichkeit, Film herzustellen, der im Ausgangspunkt, in dem, was also an intellektueller Substanz da ist, dann amerikanischer Film ist, was nichts zu tun hat mit dem, was wir selber hier als Produzenten machen. Da wollen wir selbstverständlich auch in Zukunft deutsche Filme herstellen, weil wir glauben, dass ein internationaler Erfolg des deutschen Films sehr auch damit zusammenhängt, dass diese Filme etwas von deutscher Mentalität transportieren. Steine kommen auch mehr, ne? von den anderen Bändern. Ja. Ne? März 1984. Arbeiten an der Vertonung zur unendlichen Geschichte. Bis zu 132 verschiedene Tonbänder mit Stimmen und Geräuschen hatte Wolfgang Petersen beim Boot zusammenmischen lassen. Hier wird er nicht weniger perfektionistisch sein. Kaugeräusche auch. Ja, ich bekomme sehr viele Angebote aus Amerika. Ich werde möglicherweise auch einen Film machen, mit Ihnen zusammen, mit Paramount zusammen, einen sehr, sehr, sehr schönen Film. Ich hoffe, dass mir dabei eines gelingt, und das wäre ungewöhnlich, und das wäre, glaube ich, noch nie da gewesen, diese Produktion der Amerikaner, die ich machen soll, komplett hierher zu holen. Das ist also zum ersten Mal vielleicht möglich, wäre für einen deutschen Regisseur, der einen amerikanischen Film machen soll, die Amerikaner mit dem gesamten Projekt hierher nach München in die Bavaria Studios zu holen. Denn ich bin sehr fasziniert von der Idee, dass es weit nach der unendlichen Geschichte weitergehen sollte, auch hier bei uns, mit unseren Mitarbeitern, mit den deutschen Mitarbeitern. Weitergehen sollte, dass mehr und mehr Know-how gewonnen werden kann durch solche Produktionen. Und dass man vielleicht die nächste Produktion dann wieder einen
eine deutsche Produktion macht, auf einem, sagen wir mal, auf einem Level, der wirklich auch international interessiert. Und dass wir vielleicht so etwas wie eine Art, sagen wir vorsichtig, in Anführungsstrichen, eine kleine deutsche Filmindustrie auch wieder aufbauen können. Das schwebt mir sehr vor und dafür werde ich versuchen, alles zu tun. Es war Mitternacht im Haulewald und in den Wipfeln der uralten riesigen Bäume brauste der Sturmwind. Die turmdicken Stämme knarrten und ächzten. Plötzlich rollte und rumpelte etwas Gewaltiges durch das Gehölz. Verzeihen Sie die Störung. Wäre es Ihnen recht, wenn ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leiste? Ja. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Du sollst nicht schlafen, wenn du fliegst!